Okay, ja, dann herzlich willkommen zu meiner Präsentation, FOSS Game Design. Mein Name ist Thomas Brunner, ich studiere IC auf der Uni Graz, auf der TU Graz. bei mir geht es in dem Vortrag um das, wie man jetzt ein Spiel macht mit reinen Open Source Tools. Zuerst geht man mal mit ein paar Freunden auf ein Bier, arbeitet eine Idee aus, macht den Kurs GDD1 bei der Frau Professor Johanna Pirker, überlegt sich, welche Tools man jetzt verwenden will, geht wieder auf ein Kick-Off-Meeting und verteilt dann je nachdem die Arbeiten. Und ja, dann geht es eigentlich los. Unser Spiel heißt Knights and Goblets, wobei ich eben den Technical Artist übernommen habe. Der Kai hat den Grischen die Programmierung, der Ruschel Tobias ein bisschen Modellierung und Story. Schögel David hat dann Sound und Animation gemacht und die Christina Tögl den Client designed mit HTML und CSS. Die lustigen Sachen. Ja, wir wollten ein lokales Multiplayer-Spiel machen und da fragt man sich, wie sollte das gehen? Die Idee ist eigentlich, basiert mehr oder weniger auf dem Spiel Checkbox. Man startet sozusagen einen Server und die Spieler verbinden sich dann mit dem Smartphone auf den Server rauf und spielen dann einfach mit. Ja, wir wollten dann so ein bisschen Final Fantasy Kampfsystem machen. Ist noch nicht ganz fertig geworden zum Schluss. Wir arbeiten noch dran. Also heute muss ich leider ein bisschen enttäuschen. Wir haben leider noch kein fertiges Spiel gemacht, aber wir wissen, wie man es machen würde. Es dauert also ein bisschen länger, wie man es dann eigentlich sich einplant. Und ja, aber egal, um das geht es ja nicht. Ja, eben das Smartphone sollte eben als Controller der Spieler funktionieren. Und wir haben so ein bisschen ein Low-Poly, also niedrige Polygonzahlen und ein bisschen ein Pixel-Art-Stil angestrebt. Ja, und das Wichtigste für uns war, wir wollten unbedingt alles selber machen. War eine teils gute Idee. Ja, das war ein bisschen aufwendiger. Also man muss relativ viel machen dann, wenn man alles selber macht. Ja, wie zach kann denn das schon werden? Sehr zach. Holla die Waldfee. Ja, so hat es ungefähr ausgeschaut. Also das ist wirklich ein Ingame-Screenshot für uns. Von der Geschichte her ist das ungefähr so in einer alternativen Zeit. Kann ihm eigentlich jeder König werden. Und wenn jeder König werden kann, dann hat man eigentlich nichts mehr, wo man sie irgendwie vergleichen kann. Und jetzt geht es eben um das, dass halt die Könige Ritter finden müssen, was dann auf der Suche nach den Goblets, also Kelchen halt sozusagen sind. Und ja, wir übernehmen halt sozusagen dann die Aufgabe für so einen Ritter. Ja, so ein paar weitere Screenshots noch. Genau. Und das ist halt eben so ein berühmter Goblet halt vom Tutorial-Level. Gut. Was mir eigentlich geht, ist, wie macht man sowas? Und das ist halt die Toolchain. Wie kommt man von ein 3D-Modell in die Spieler-Engine zu einem fertigen Spiel. Und das Herzstück davon ist natürlich die Engine. Die übernimmt eben die Darstellung, die Physik, Sound, Logik und Netzwerk und viele andere Sachen. Also meistens hat es dann einen Editor eingebaut, wo man halt dann das Spiel wirklich machen kann. Ja. In Wirklichkeit sind so zwei dominante Engines gerade am Markt. Das eine wäre die Unity Engine, das andere die Unreal Engine. Wobei man sagen muss, dass die Unity Engine so den de facto Standard ausmacht bei Indie-Spielen. Und eben keinen guten Linux-Support hat, vom Editor her. Also die Spiele kann man schon sehr gut unter Linux spielen. Und die Lizenz ist eben proprietär. Also, man kann nichts am Source Code dran ändern. Die Unreal Engine
ist eben für den High-End-Markt gedacht. Man kann natürlich kleinere Spiele bis auch Handyspiele machen. Hat einen relativ guten Linux-Support, weil es auch kompilierbar unter Linux ist. Und leider ist eben sehr groß. Und das Kompilieren dauert mehrere Stunden. Also ja, man kann sich den Quellcode dann auch gern anschauen. Allerdings eben nicht Open Source. Also es ist, der Source Code ist zugänglich, aber man kann nicht unbedingt was dran ändern. Ja, wenn es jetzt ums Geld geht, wollen natürlich die zwei Engines mitschneiden und ab gewissen Einnahmen fließen halt Prozente dann zu den Entwicklern. Ja, und eben deswegen muss man eben auch auf die Lizenzen aufpassen, weil da immer so ein paar kleine Sachen sind, was dann das Ganze ein bisschen ja, nicht so klasse machen. Deswegen haben wir uns für Open Source Engines entschieden. Wobei eben so, ich habe mir jetzt kurz ein bisschen die gängigsten angeschaut, keine 2D-Engines, weil wir halt ein 3D-Spiel machen wollten. Ganz low-level dabei sind eben die Grafik-APIs, da gibt es eben die Okra-Engine. Da wurde zum Beispiel das Spiel Torchlight 2 entwickelt damit. Ich weiß nicht, ob das wer kennt. Jo, Anna. Es ist nur die Grafik-API, hat aber dafür sehr viele Features. Also implementiert mehrere Szenengrafen. Was das ist, werden wir dann später noch ein bisschen sehen. Ja, und ist eben für alle möglichen Plattformen erhältlich. Also Xbox One, PlayStation 4, Windows sogar und eben auch Linux. Ja. Und schreiben tut man das Ganze in C++. Genau. Raylib ist relativ jung. So schaut das Ganze dann in Action aus. Ebenfalls eine Grafik-API. Hat einen inkludierten PBR-Shader, Physical-Based Rendering. Das heißt, ich kann mit Parametern wie Rauheit oder wie metallisch ein Gegenstand ist, kann ich das Material von dem Stormtrooper, Stormtrooper-Helm beschreiben und sagen, welcher Pixel ist er reflektiert jetzt zum Beispiel oder ist jetzt metallisch. Und das hat Raylib eigentlich schon eingebaut. Und ein bisschen Audio macht es noch. Und das Ganze ist in C erhältlich. Wir haben sich kurz überlegt, ob wir das machen wollen in C. Es ist halt nur generell zu wenig da dran, dass das halt wirklich dann sinnvoll nutzbar ist. Also es ist eher dafür, dass man eigene Engines dann auf Basis von Raylib macht. Ja, auch eine gute Engine, ist aber jetzt sehr jung noch, also ich glaube vor ein, zwei Jahren ist das rausgekommen, ist die Armory Engine. Schaut ungefähr so aus. Schaut ein bisschen wie die Demo von Unreal aus, würde ich sagen. Also ist auch relativ grafisch auf einem relativ guten Stand und kann man in Blender 2.7 und Blender 2.8 integrieren. Genau, die Shader, wie die Materialien ausschauen, sind kompatibel mit der gängigen Beschreibungssprache von Blender, also mit den Node Graphs und so. Allerdings haben die halt dann einen eigenen PBR-Shader. Ja, was ganz cool ist, das ist das Armor Paint. Das ist mehr oder weniger so eine Alternative zu dem Open Source Tool, also zu dem Tool Substance Painter. Kann noch nicht so viel, aber ist schon ganz cool und kostet nur 20 Euro. Ja, geschrieben wird das Ganze in Haxe-Skript. Kennt das wer? Anna? Okay, also Haxe-Skript ist eine ganz High-Level-Sprache, was dann auf JavaScript oder C++ oder sonstige andere Sachen runterkompiliert. Wir haben sie dann aufgrund der Sprache doch gegen die Armory Engine dann entschieden, weil, ja, weil so ist. Ja, unser Favorit war dann eben die Godot Engine. Da links sieht man einen Screenshot, also auch relativ schön schon mittlerweile.
Vorteil dabei ist, im Vergleich zu anderen Engines gibt es nicht wirklich so eine 3D-Engine, die für 2D auch hergenommen wird, sondern es gibt wirklich getrennt 2D und 3D, was aber miteinander ganz gut arbeiten können. Und das ganze Szenenhandling ist baumbasiert. Jeder Node ist eine eigene Szene. Oder jede Szene ist ein Node. Und ich kann jetzt eine Szene in eine andere Szene reinhängen. Einfach. Die Szenen können beliebig klar sein. Also vor einfach nur die Szene, was sich um die Positionierung vom Charakter kümmert, kann jetzt einfach mal in eine andere Szene rendern und dann mein 3D-Objekt vom Player dann reinlinken. Also es geht relativ gut. Ja, geschrieben wird es mit GD-Script. Wer kennt das? Zwei Leute, drei Leute. GD-Script ist direkt das Godot-Engine-Script. Sehr ähnlich zu Python, aber nicht ganz. Ja. Und C-Sharp gibt es eben auch. Ja. Dazu gibt es nur die Möglichkeit von der Library GD Native, dass man eben Sprachbindings für C++, Python oder jede andere Sprache machen kann. Allerdings muss man dann zum Beispiel Python noch installieren und das hat dann für mindestens drei verschiedene Betriebssysteme. Macht es dann ein bisschen umständlich. Ja, optimal für Git, es ist eben alles eine lesbare Datei, was in der Godot Engine produziert wird. Das heißt, es funktioniert auch gut mit Quellen, also mit einer Versionsverwaltung. Ja, also es war dann einfach klar. Wir haben die Godot Engine genommen. Deswegen schlank, weil es nur, ich glaube, 150 Megabyte oder so, nein, 20 Megabyte hat es gerade zum Runterladen. Sie ist Open Source und frei erhältlich. Also ich kann meinen ganzen Quellcode kann ich runterladen, kann ihn modifizieren, kann an der Entwicklung von der Engine eben beitragen. Und was für uns eben ein Riesenpunkt war einfach das Klassenkonzept, also eben das baumbasierte Arbeiten in der Engine. Ja, und vor allem portierbar stimmt eigentlich nicht. Man kann von der Godot Engine das Spiel auf jede Plattform, wie zum Beispiel Windows oder Mac oder eben auch Linux, einfach raus exportieren. Und es funktioniert dann. Und wenn ich jetzt Godot runterlade vom GitHub-Repo, habe ich es in ein paar Minuten einfach kompiliert. Und das geht schon. Und ich kann teilweise selber Fixes machen. Ja, für unseren Fall haben wir eben auch Websockets gebraucht, dass wir eben die Kommunikation mit dem Client und dem Spiel selbst realisiert haben. Und das war eben gerade noch so im Entstehen. Und deswegen haben wir da auch die Beta genommen, was nicht unbedingt überall Vorteile gehabt hat, aber für uns war es ausreichend. Ja, und eben der Hauptpunkt war auch die Community, dass man einfach mit einer Open-Source-Community wirklich gut interagieren kann, falls es Probleme gibt. Ja, die Zukunft von der Godot Engine schaut ziemlich gut aus. Vulkan-Unterstützung, WebRTC für Chats. Vulkan sagt irgendwas, oder? Also Vulkan ist eben genauso wie OpenGL Grafik-API, was jetzt mittlerweile mit dem DirectX 12 mithalten kann, beziehungsweise meiner Meinung nach sogar ein bisschen besser funktioniert. Ja. Eine verbesserte Sound-API, also man kann dann mit der nächsten Version einfach Musik generieren per Code oder Sachen wie Fourier-Transformationen und andere diverse Sachen durchführen. Ja, mehrere Fenster gibt es mittlerweile. Da ist halt, bei der Godot Engine hat man halt quasi nur ein Hauptfenster und dann, wenn man das Spiel startet, glaube ich, wird ein eigener Prozess angeworfen, der dann das Spiel in einem eigenen Fenster darstellt. Genau. Und Texturatlasse, ich weiß jetzt nicht, ob der Plural stimmt, ich glaube eher nicht, dass ich einfach mehrere Texturen auf eine große Textur zusammen fusioniere und dann das der Grafikkarten schicke und die kann damit dann besser arbeiten.
Ja, und eben noch viel mehr. Also das ist halt gerade die Entwicklung von der Vierer-Version hat jetzt gerade erst angefangen. Gut, unsere Tools. Für die 3D-Modellierung war die Entscheidung ziemlich einfach. Blender, zwar 8-Beta. Beta war nicht unbedingt eine gute Idee, aber der Vorteil war für uns das, dass eben das Interface stark überarbeitet worden ist und somit wesentlich zugänglicher war. Und die Mitarbeiter, die gerade erst angefangen haben, haben sie dann wesentlich leichter da mit Blender. Ja, und es waren eben auch neue Features wie eben Eevee, die Echtzeit-Engine da. Der offizielle Release ist im Juli 2019, also nicht mehr so lang. Für 2D-Grafik haben wir Krita verwendet, ebenfalls Open Source. Und kann durchaus mit Photoshop oder allen gängigen 2D-Programmen mithalten. Hat eine wahnsinnig gute Brush-Engine, also die Pinseln, was wir da drinnen haben. Einige für Pixel-Art, was für uns durchaus interessant waren. Und wir haben auch 2D-Animationen machen können. Da gibt es einen eigenen Modus, wo man dann umschalten kann von Krita. Ja, und wenn wir jetzt so Höhenkarten zeichnet haben, haben wir es in Krita direkt in Normal Map umwandeln können. Das geht mit GIMP auch, aber mit einem Plugin und sowas. Und hat eigentlich ganz gut funktioniert, in den seltensten Fällen, wie wir es einmal braucht haben. Ja, GIMP, wer kennt GIMP? Die meisten. Genau, also war auch relativ klar, wir wollten halt einfach... Ja, man braucht es halt einfach immer wieder, dass man einfach irgendwas ausschneidet oder was filtert und skaliert. Und zusätzlich gibt es auch noch Gimmick, das werden weniger Leute kennen wahrscheinlich. Da gibt es noch viel mehr Filter und Möglichkeiten, wie man so eine Textur eben teilbar macht, also wiederholbar macht. Also, genau. Für die Musik haben wir LMMS genommen. Linux Multimedia Software? Ich weiß es gar nicht. Das liefert super Tools für 8-Bit-Musik mit. Kann man mit VST-Plugins erweitern. Ist leider nur ein bisschen, also gibt leider relativ wenige Künstler, die was damit arbeiten und da relativ wenige Tutorials. Ja. Und wir haben halt dann unsere Musikstücke dann in OGG einfach dann exportiert. Das Ganze schaut ungefähr so aus, also man kann da eben mehrere Synthesizer hinbauen, wie kann man meine Bassline machen und dann den Editor haben wir jetzt leider nicht offen, da kann man dann die Melodie machen. Ja, viel wichtiger für mich war jetzt für die Präsentation eben das, was habe ich daraus gelernt oder was haben wir als Team daraus gelernt und wie gut schlagt sich sozusagen so unser Workflow. Und ich habe das Ganze in so ein The Good, The Bad and The Ugly Richtung entwickelt, dass ich jetzt sage, welche Teile haben jetzt gut funktioniert, welche waren nicht so gut und welche waren grottenschlecht. Das Wichtigste an unserem Spiel war für uns, dass man möglichst schnell in das Spiel einsteigen kann und dass eben andere Spieler möglichst schnell joinen können. Und weiters war uns auch nur wichtig, dass eben das Spiel lokal gehostet wird, dass man jetzt nicht extra irgendwie sich auf eine schwindelige Seite verbinden muss, dass man das Spiel starten kann, so wie bei Checkbox, sondern dass das einfach lokal im Netzwerk über einen HTTP-Server gemacht wird. Den HTTP-Server haben wir übernommen von von Cobweb Games. Gibt es ein Git-Repo, ich habe jetzt den Link nicht drauf dran. Einfach go.engine HTTP-Server. Allerdings war das nur für die Version, also für go.2.0 ausgelegt und hat noch nicht wirklich so Multithreading gehabt. Und wir haben halt dann ein bisschen Multithreading einbaut, dass wir halt wirklich effizient mehrere Spieler dann handeln können. Ja, und dieser HTTP-Server hat dann für uns den Client einfach gehostet und man hat sie dann im lokalen Netzwerk auf die Seite mit dem Smartphone verbinden können und hat sie dann angemeldet. Und
wann das dann, wenn man sich angemeldet hat, hat ein WebSocket die Kommunikation halt aufgenommen zum Spiel und hat halt ständig dann die Eingabedaten übermittelt. Ja, der Client ist in reinen, puren HTML5 geschrieben worden. Die guten Seiten von dem Ganzen. Es hat irrsinnig gut funktioniert. Also es hat auch richtig Spaß gemacht. Also Spaß im Sinn von, wir können jetzt zu zweit auf einer leeren Map herumlaufen, aber wir haben es halt wirklich selbst gemacht und das, da waren wir schon ein bisschen stolz dann drauf. Ja, es läuft durch das, dass wir halt plain HTML genommen haben, läuft es wirklich auf jedem Endgerät, also sogar auf ein iPhone. Also wirklich überall. Und man schafft halt dadurch das einfach, dass alle Leute, wie jetzt zum Beispiel, was auf einer Party zum Beispiel sind und das Spiel spielen wollen, können sie dann direkt einfach verbinden und da gibt es keine Probleme mit irgendwelchen, also gibt es keine Probleme mit dem Client zumindest, mit der Steuerung. Ja, relativ gute Reaktionszeiten haben wir erreicht, weil es geht relativ schnell, wenn man sich rein wenn die Kommunikation relativ schlank gehalten wird. Also wir haben einfach nur gesagt, okay gut, Spieler 1 bewegt sich so oder so. XY wurde gedrückt. Ja. Genau. Die schlechten Seiten, was noch nicht die schlechtesten Seiten sind. Ich habe es in der WG ausprobiert. Hoffentlich schaut keiner zu. Es war teilweise für Leute, die nicht so einen technischen Hintergrund haben, die Eingabe einer IP-Adresse, wie zum Beispiel 128 irgendwas, mit einem Port sehr fremdartig. Kann man leider nicht aus. Also haben wir leider nichts ändern können und man gewohnt sich dann relativ schnell dran. Standard HTML macht sogar bei verschiedenen Browsern wirklich auch Unterschiede. Also wenn jetzt das macht, dann ist das nicht dasselbe wie in Chrome oder Firefox. Also Sachen unterscheiden sich teilweise sogar sehr stark und man muss halt dann teilweise wirklich sagen, okay gut, ich führe jetzt nur beim CSS die Klausel ein, dass das dann unter dem Firefox so ausschaut. Also hat nicht so viel Spaß gemacht, muss man sagen. Ja, Standardelemente, ich habe es nicht hingekriegt, dass das gescheit multitouchfähig ist. Wenn wer weiß, wie das geht, bitte sagt mir das. Es ist nicht so. Also ich habe es nicht so leicht gefunden oder nicht so klar gefunden. Ja, und durch das, dass wir Programmierer sind, haben wir halt dann einfach nur Buttons als Steuerkreuz genommen und das spielt sich auf einem Smartphone nicht so optimal. Ich zeige euch nachher dann das Spiel. Also das kann man sich jetzt nur nicht so wirklich vorstellen. Ja, die schlechten Seiten. Ich bin kein großer JavaScript-Fan und durch das Entwickeln bin ich jetzt auch nicht wirklich in die Fanbase eingetaucht. Also ich muss ehrlich sagen, es hat mir keinen Spaß gemacht. Als Beispiel dazu haben wir reine ASCII-Strings hin und her geschickt und für das hat man dann einen eigenen ASCII-Parser gebraucht in den WebSockets und das war einfach komisch. Gut, ja, und reines HTML5 hat mich selber nicht wirklich glücklich gemacht. Ich glaube, ihr habt das mittlerweile schon rausgehört. Ja, dann haben wir Probleme gehabt mit den WebSockets und der Arch. Also ich selbst benutze eben Manjaro Linux und die WebSockets in der Godot-Version haben unter Arch einfach, die haben sie nicht hochgestartet. Und da habe ich ein bisschen nachgeschaut, habe dann den Entwickler sogar von LibWebSockets kontaktiert und der hat mir halt dann gesagt, ja, geht eh. Also es wurde einfach bei Godot ein bisschen eine ältere Version verwendet und die haben es mehr oder weniger, was ich glaube, reinkopiert und dann, ja, ich habe dann das gefunden, habe die Ursachen gefunden und innerhalb von 2 Wochen ist dann in Godot gefixt worden. Also hat sehr gut funktioniert. Ja, die Vorteile von Godot als Engine, auf jeden Fall der PBR-Renderer.
Das sind die, also man kann eben die PBR-Materialien verwenden und aber sowas wie Screen Spaced Reflections oder Ambient Occlusion. Also es ist wirklich sehr modern und ja, genau, das Klassenkonzept hat auch wirklich gut funktioniert in der Praxis, also mit dem baumbasierten Arbeiten. Und GT-Scripts selbst haben uns auch wirklich taugt, weil das Python um sowas wie zum Beispiel die Switch Cases, wer es unter C oder C++ kennt oder C#, das wird eben erweitert auf das. Ja, weiter sollte man noch sagen, der Godot-Editor ist selbst in Godot geschrieben, das heißt, es kann einfach wirklich viel, dass man jetzt halt selbst irgendwelche Interfaces macht mit der Engine. Ja, alle Files sind eben lesbar, wie ich gesagt habe, das heißt, es funktioniert auch wunderbar mit Git. Und Tools? Okay, Tools weiß ich jetzt gerade nicht, was ich mir da gedacht habe. Es ist auf jeden Fall in Linux, also es wird auf jeden Fall zuerst auf Linux geachtet und es ist für Linux entwickelt und dann aber auch für Windows und Mac rausgebracht worden. Die Schattenseiten von dem Ganzen, es gibt noch keine Heatmaps, also Geländemodelle. Die werden allerdings jetzt noch gereicht und es gibt schon Ansätze in der Physik-Engine, dass man das eben einbauen kann. Ja, die Physik von den Spielcharakteren hat uns auch Probleme gemacht, weil eben die nicht wirklich rein physikbasierend sind, sondern man sagt halt einfach, der Spieler wird einfach so weit runterdruckt, bis er jetzt auf den Boden auftrifft, und aber mit extremem Anpressdruck. Das heißt, wenn unter dem Spieler ein Tisch war, hat der Spieler dann einfach den Tisch durch den Boden durchdruckt. Also da, was man allerdings als, wenn man das Ganze als Rigid Body implementiert, wird es funktionieren. Aber das ist so der Way to go unter Godot und der ist noch nicht so optimal. Ja, 3D-Bereich noch nicht optimal. Es gibt eben für manche Sachen sind im Interface nicht so gut gelöst, wie zum Beispiel die Mesh-Daten oder sowas sind einfach nicht so wirklich gut zugänglich. Das hat uns teilweise Probleme gemacht, dass auf einmal die Texturen beim Spül dann weg waren, aber im Editor-Spül sozusagen dann doch da waren. Also, ja. Und dann ist eben noch kein FBX-Import da. Also FBX ist ein 3D-Format von Autodesk und mehr oder weniger der Industriestandard, kann man fast sagen. Und das gibt es halt einfach nur nicht da. Es gibt aber bald Besserungen, weil es Open-Source-Implementierungen von dem Importer gibt. Die ganz schlimmen Sachen von Godot. Eben das Ändern von den Mesh-Daten im Editor. Dann, da ist genau auch das Interface nicht konsistent. Es funktioniert nicht immer gleich. Und wenn mir jetzt halt ein File importiert, also irgendeine Textur importieren, dann wird eine Import-Datei angelegt. Und wenn dann zwei Leute an der Import-Datei arbeiten, dann gibt es ab und zu einmal Merge-Konflikte, was man aber auch lösen kann. Und dann habe ich vor allem Probleme gehabt mit Bumblebee. Weiß nicht, ob das wer kennt. NVIDIA Optirun? Optimus? Optimus. Und da waren öfter einfach von einem Bild auf dem nächsten Bild die Versionen kaputt. Also ich habe dann wirklich auch auf dem aktuellen Branch umsteigen müssen, dass ich vernünftig weiterarbeiten habe können. Ja, Blender 2.8. Was war da? Also wie gesagt, die Interface-Verbesserungen, die haben wirklich geholfen. Also viel mehr Leute haben damit arbeiten können. Mit Eevee haben wir die Materialien ein bisschen previewen können. Und neue Tools wie das Pixel Art Texture Painting waren auch genau gemacht für uns. Ja, auch das Skinning, ich kann jetzt direkt auf meine einzelnen Bones halt draufgehen und dann die Gewichtungen im Mesh zeichnen. Ja, und eben das Python Scripting hat uns teilweise auch wirklich geholfen für Blender. Sie haben die Keymaps geändert bei Blender.
Für mich war das extrem schwierig, weil ich Blender schon seit, ich glaube, 10 Jahren mittlerweile verwende, zwar als Hobby, und dann ändert die einfach so manche Sachen. War ich nicht sehr glücklich. Und was bis jetzt noch nicht weggebracht haben, ist eben das, dass man jetzt eine Animation erstellt und ich lege für die Animation jetzt keinen Fake-User an, dann fliegt die Animation aus dem Blender-File. Also da ist öfter mal passiert, dass einfach Daten dann verloren gingen. Ja, und es war natürlich alles nur ein bisschen instabil, weil das Release erst im Juli ist. Die wirklich grauslichen Sachen sind aber dann weiter passiert, weil man muss sich vorstellen, die haben halt viel am Blender im Kern auch verändert, wie zum Beispiel im Copy and Write haben sie einbaut und die Python API haben sie komplett umbaut und jetzt haben halt die Plugins fürs Exportieren nicht funktioniert. Das heißt, wir haben von Blender 2.8 haben wir unsere Animationen nicht rausgebracht, aber wir haben auch nicht mehr zurückgehen können auf Blender 2.79, weil die Files nicht mehr kompatibel sind. Ich habe dann einfach den Collider-Exporter von Godot geforkt. Hat sich bis jetzt, glaube ich, noch keiner angeschaut. Hat circa 5 Stunden gedauert und ja, ein bisschen Python-Skripten kann man ja. Ja, und was uns dann auch aufgefallen ist, die Rigify Rigs ist ein super Plugin. Allerdings, wenn man dann für Spiele was exportiert, funktioniert das einfach nicht. Also da sind teilweise wirklich arge Deformationen drinnen. Genau, das ist jetzt eben ein Mesh von unserem Spiel, wie es lebt. Und so hat es dann als GLTF-Export ausgeschaut. Also es gibt sozusagen von Blender auf Godot noch nicht wirklich vernünftige Lösungen. Nach meiner Skriptanpassung hat es so ausgeschaut, allerdings muss man dann manuell dann die Texturen auch noch bearbeiten und ändern, weil sie eben das Texturensystem auch geändert hat. Theoretisch würde es nur fertig machen können, aber praktisch habe ich gerade keine Zeit dafür. Gut, Linux als Entwicklungsplattform. Also wir haben durch die Bank alle Linux verwendet, außer zum Testen am Schluss dann einmal auf Windows, ich glaube 10 haben wir exportiert und was auch instant hinkommt hat. Und die Entwicklertools unter Linux sind einfach optimal, also gibt es eigentlich nichts. Ja, die Command-Line hat uns öfter schon geholfen, dann auch. Wie zum Beispiel, wir haben Sprite-Sheets dann mit Image Magic für Animationen verwendet. Die Tools gibt es teilweise so um 20, 30 Euro und wir haben einfach Image Magic genommen und es hat hingehört. Debat. Wir haben MIDI-Geräte für die Musik genommen. Da gibt es relativ wenig Informationen dazu. Bumblebee. Ich habe es gehasst. Ja, wirklich hässlich war aber nirgends was. Also wenn man ein bisschen Know-how hat oder sich mit Linux ein bisschen auskennt, dann kommt man eigentlich überall ein bisschen über die Runden und schafft es halt. JSON haben wir als Datenformat verwendet. Es hat wirklich super hingehört. Godot und JavaScript hat es beides verstanden. Und es war wirklich klasse. Also wir haben es für das Kampfsystem oder rein fürs Protokoll zwischen Client und Spiel haben wir es verwendet. Das Einzige, was mich genervt hat, waren eben, dass keine Kommentare unterstützt und der Name. JavaScript Object Notation. Ja. Gut, zum Spiel selbst. Ich glaube, ich muss ein bisschen anzahlen, oder? Okay, gut. Genau, die Pixel Art Tools in Krita waren wirklich Hammer. Ich habe mich generell auf eine Texturgröße von 32x32 Pixel entschieden. Mehr ist für Pixel Art Spiel nicht nötig. Wir haben eine minimale Farbpalette genommen, also mit 32 Farben wieder, wo man sich einfach dann leichter tut, wenn man denkt, okay, gut, ich brauche jetzt dort die eine Farbe. Ich muss jetzt da nicht wirklich herumsuchen, sondern man hat einfach da nicht wirklich eine andere Möglichkeit. Vor allem, ich bin farbenblind und das hat es für mich wesentlich leichter gemacht. Die schwierigen Sachen, Low Poly war für mich wesentlich schwieriger als Höherpolygone.
höhere Polygone, weil jedes Polygon wirklich was aussagen muss. Das war, ja. Dann die Filterung von der Texturen, eben wie groß ist jetzt ein Pixel zum Beispiel, da muss man wirklich auch aufpassen, dass das einen konsistenten Look hat, mehr oder weniger. Ja, Texturatlas haben wir zuerst schon gehabt. Der würde eben das der würde das für die Grafikkarten einfach nur besser machen. Ja, wegen dem Low-Poly-Skalpten, ich habe für das Objekt links habe ich 2 Tage gebraucht und für das rechte Objekt ungefähr eine Stunde. Weil man hat einfach wesentlich mehr Polygone zum Herumspülen und Blender hat da wirklich gute Tools dafür. Das andere ist ein bisschen schwieriger, finde ich persönlich. Ja, ich würde sagen, Godot ist eine super Alternative wird eine super Alternative für Unity. Wenn ihr Blender verwenden wollt, wartet noch ein bisschen bis zum offiziellen Release. Und wir finden, dass Linux eine gute Entwicklungsplattform war. Ja, Open Source Community als Vorteil, also die Kommunikation eben mit Godot selbst, mit den Godot-Entwicklern hat wirklich super funktioniert und das geht halt bei kommerziellen Produkten gar nicht. Ja, und Webentwicklung macht keinen Spaß. Wie es weitergeht mit unserem Spiel, wir wollen Pixie.js einsetzen im Client, dass wir doch ein paar Sachen nicht wirklich von Grund auf machen müssen. Einen ergonomischen Client wollen wir dann weitermachen, also es kommt dann ein virtueller Joystick und Grid-Maps und zufallsgenerierte Maps. Man kann in Godot dann eben so wie in einem RPG-Maker, wenn man ihn kennt, wirklich auch 3D einfach die Maps so ähnlich bauen, Array-basiert. Ja, und dann wollen wir noch ein bisschen Animations- und das Physiksystem ein bisschen überarbeiten. Und viel, viel arbeiten. Also das wäre dann so das, wo gerade der Stand ist vom Zufallsgenerieren von den Maps. Das sind einfach Simplex Noises. Die sind mittlerweile in Godot drinnen und man kann sie dann einfach da mehr oder weniger zufallsbasiert die Maps bauen. Ja. Beim Entwickeln von so einem Spiel wird man oft ein bisschen wahnsinnig mit der Zeit. Und ich habe da noch kurz das kleines Video vorbereitet, wo unser Kollege da dann sie selbst einen Dudelsack aus Plastikfolien und Gaffer gebaut hat mit Flöten und leider habe ich jetzt keinen Ton, weil bei mir im Puls Audio nicht funktioniert, aber ich kann euch versichern, es hört sich sehr schön an. Gut. Bevor ich zu den Fragen komme, kann ich noch kurz das Spiel herzeigen. Schaut so aus. Da. Starten. Also wir haben jetzt da eben einen Client, ich kann mich dann mit dem Client verbinden und mir dann meine Klasse auswählen und wie man sieht, kann man den dann ganz glas herumsteuern. Die Animationen sind im Moment gerade kaputt, muss man sagen. Und wenn man jetzt mehrere Spieler hat, dann funktioniert das auch. Genau, und die kann man unabhängig voneinander steuern. Funktioniert auch am Handy. Gut. Fragen dazu? Du hast eingangs erwähnt, dass ihr den Anspruch gehabt habt, alles selber zu machen. Was hat euch dann bewegt, doch eine fertige Game Engine zu verwenden? Muss ich die Frage nochmal wiederholen? Okay. Wir wollten eigentlich die Assets selbst machen und den Code vom Spiel, aber eine eigene Game Engine jetzt selbst machen, das hat einfach den Rahmen für ein Semester massiv gesprengt, einfach. Für den Umfang, was wir vor allem vorhaben an Spiel, geht das gar nicht mehr. Wenn man jetzt sagt, ich mache ein kleines Jump and Run mit SDL oder sowas, dann oder OpenGL direkt, dann geht das schon, aber bei uns war es einfach nicht tragbar.
Wenn es keine Fragen mehr gibt, dann... Ah. Muss jeder, der das Spiel installiert hat, mitspielen, muss es dann jeder installieren oder muss es nur einer installieren und hosten lassen und dann kann jeder einfach joinen? Oder? Also der Plan ist das, dass das Spiel dann am Fernseher läuft, wo einer einfach seinen Laptop anhängt und da wird dann eben die IP-Adresse vom Laptop angezeigt und man kann sie dann mit dem Handy drauf verbinden. Ah, okay. Genau. Okay. Ja. Wenn es keine Fragen mehr gibt, dann war ich fertig.